Hallo und herzlich willkommen im Wald. Das gibt es noch ein ganz kleines Video, solange ich noch halbwegs Licht habe. Viel ist es nicht mehr, daher bitte ich auch gleich die Bildqualität zu entschuldigen. Vielleicht kennt ihr oder erinnert euch an dieses Objekt. Das ist ein sogenannter Sicherheitsbrennpaste-Brenner. Üblicherweise kommt da rein so ein Topf mit eben besagter Sicherheitsbrennpaste und dann gibt es hier noch diesen großartigen Deckel, der so schöne Löcherchen hat, die man auf und zu schieben kann und dann entsprechend soll das Ding heizen und hiermit die Verbrennung irgendwie sich regulieren lassen. Gibt es in jedem Baumarkt, kostet ein Apfel und ein Ei. Und ich wollte das mal ausprobieren und habe auch ein entsprechendes Video dazu gemacht, was ich euch jetzt so lange her ist, dass ich es tatsächlich mal unten verlinken werde und mal nicht zu faul bin. Mir große Mühe gebe, es nicht zu sein zumindest. Und dazu bin ich gefragt worden, ob man den nicht einfach auch mit Spiritus betreiben kann, indem man den einfach reinkippt oder irgendwie anders das Ding mit stinknormalem Spiritus betreiben kann. Und ja, wurde gefragt, ob ich nicht dazu mal ein Video machen könnte. Und das mache ich jetzt hiermit. Ganz schnell, kurz und spektakulär. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich gehe mal fast davon aus. Ja, aber trotzdem, wenn jemand sagt, mach mal ein Video zu, dann, und ich gerade Lust habe, dann mache ich halt auch ein Video dazu. So, bitteschön. Ja, also da steht der Brenner rum. Das hier ist meine großartige Spiritusflasche. Mit Sicherheitsverschluss von Kindern fernhalten. Und jetzt kippen wir da mal ein wenig Spiritus rein. Wir müssen es ja auch mengenmäßig nicht übertreiben, sonst hocke ich hier so lange, wie das Ding noch brennt. Und mir wird langsam kalt. Ergo habe ich da keinen Bock. Andererseits, gleich wird es warm. Ja, und dann zünden wir das auch an. Das ist jetzt alles wirklich nicht bombenmäßig spektakulär. Ich hoffe, man sieht, dass es brennt. Und wenn man jetzt noch diesen Deckel drauf packt, zack, und den schön aufmacht, dann hat man tatsächlich, dann hat man tatsächlich einen ganz guten Spiritusbrenner, der bei leichtem Wind, den wir jetzt gerade haben, schon ziemlich leidet. Außerdem steht er leicht schief. Also, wenn ihr euch das andere Video dazu mal angucken wollt oder das noch einigermaßen im Kopf habt, mit dieser Sicherheitsbrennpaste, die ja auch auf Alkoholbasis basiert und im Prinzip eingedickter Spiritus ist, ist die Brennleistung jetzt definitiv nicht besser. Und mit normalem Spiritus, also wenn man jetzt nicht allzu viel davon reintut, ich war da jetzt ein bisschen geizig, ist die Brennleistung immer noch sehr bescheiden. Ihr könnt ja sehen, wie sehr ich die Hand da drüber kriege, ohne dass ich mir weh tue. Also, naja. Da man einen Trank ihren Nachbau auch für 4 Euro oder was bekommt und der wohl scheinbar auch ganz gut funktioniert, hat dieses Köcherchen damit eigentlich seine Berechtigung für mich verloren, weil das macht dann ja echt keinen Sinn. Der ist schlechter als ein Trankier und kostet genau dasselbe Geld. Der einzige Vorteil, den das Ding halt eben hat, es gibt ihn im Baumarkt. Man kann den Dinger richtig nicht zuschrauben, man kriegt ihn nicht wirklich dicht zusammen. Das Komplettgestell klappert wie Sau, wenn man es transportiert. Also ja, zum Ausprobieren und als Spielzeug, als solchen habe ich mir den ja auch mal gekauft. Ist er ja vielleicht ganz lustig, aber das war es dann auch mit der Daseinsberechtigung. Also ich finde den höchstens eben als mal ausprobiert haben Spielzeug interessant. Wenn man jetzt natürlich noch mehr Spiritus reinkippen möchte, Achtung, liebe Kinder, niemals Spiritus in den brennenden Spirituskocher gießen, weil dann passiert das. Das Gute ist, dass wir hier schön im Herbst sind, dementsprechend der Boden grundsätzlich dauerfeucht ist und da eigentlich nicht viel passieren kann, trotzdem das natürlich nicht nachmachen. Ich wollte jetzt irgendwas Spektakuläres in dem Video drin haben. Jawohl. An dieser Stelle... winke, winke, macht's gut, bis zum nächsten Mal.